Hallo, Marian vom Bienenzentrum hier. Wieder ein neues Video von uns. Diesmal ein bisschen mit Sorgen. Es ist schwierige Jahreszeit. Wir haben es super lang kalt gehabt. Die Völker sind spät in die Brut gegangen, aber jetzt immens am Brüten. Wir werden uns das gleich anschauen. Das sind unsere drei Videovölker, wo wir das mit dem Schieden zeigen. Es wird die nächste Woche wieder bitterkalt. Also wir haben jetzt Nachttemperaturen wieder um den Gefrierpunkt. Jetzt ist so Honigräume drauf, ja, nein. Also der Raps wird wahrscheinlich erst nächste Woche zu blühen beginnen. Kirsche blüht. Also es kommt eigentlich Nektar und Pollen ordentlich rein, aber die Bienen können kaum fliegen. Es ist die Überlegung die, wir werden jetzt auf jeden Fall im Brutbereich noch erweitern, wenn sie es brauchen. Wir waren jetzt vor über einer Woche nicht mehr da. Das heißt, die, die jetzt sozusagen noch eine zusätzliche Wabe brauchen, ab 80% drin bebrütet, bekommen sie die nächste Wabe. Und eigentlich ist es so, dass wir jetzt auch mal kurz schauen müssen, haben sie genug Futter. Wenn sie nicht genug Futter haben, kriegen sie einen neuen Futterteig drauf, der sie über die nächste Woche bringt. Und wenn sie genug Futter haben, dann schlüpfen bereits die ersten jungen Bienen, geben wir ihnen sogar den Honigraum. Ist zwar wärmetechnisch jetzt nicht so optimal, aber gleichzeitig möchte ich, dass die jungen Bienen beginnen, da oben alles zu pflegen und zu putzen und zu reinigen und den Honigraum ihr eigen zu machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Also die haben noch einen Futterteig. Ich nehme mal an, die haben bei manchen schon Futterteig nachgelegt. Einfach weil... die schon komplett aufgefuttert haben. Oh, da hängt wieder was dran. Das ist ein Klassiker, wenn was dran hängt an der Wabe. Ja, das passiert meistens, wenn wir hier noch eine Wabe hinterm Schied gelassen haben. Hätten wir die Wabe hierher gesetzt, und das habe ich das letzte Mal noch nicht gemacht, ja, das habe ich fälschlicherweise gemacht, hätten die Bienen hier nicht gebaut. Die werden ziemlich sicher eine neue Wabe brauchen. Da haben sie es, der Nektar eingetragen, gebrütet haben sie drin nicht. So, werden wir kurz hin. Also in dem Fall, die Wabe kommt auf jeden Fall jetzt hier hinter das Schied. Wir haben ja zwei Schiede, dadurch ist die Seite dann auch, wird sie nicht gebaut. Und ihr werdet wahrscheinlich sehen, die wird es voll mit Nektar sein. Genau, das ist frischer Nektar, das heißt, die bringen schon was rein. Teils ist das natürlich aber auch vom Futterteig. Ja. So, dann schauen wir mal da auf jeden Fall die Brutwaben an. Wichtig ist, im Brutnest schaue ich mir eigentlich nur die zwei Randwaben an. Die mittleren sind nicht so interessant, weil da können wir fix annehmen, dass die voll bebrütet sind. So. Also die ist komplett bebrütet und nur mit ein bisschen Pollenresten, Futterreste. Also die hat auf jeden Fall ihre 80% bebrütet. Die ist wirklich wunderbar und da werden bald Bienen schlüpfen, vor allem aus dem Bereich. Das ist ältere Brut schon. Die ersten Drohnen haben auch schon da. Also da tut sich jetzt was langsam. Dann schauen wir gleich in die nächste. Und zwar die Kernwaben. Eine ziehe ich für euch, aber das machen wir nur bei diesem Volk für euch. Dann ziehe ich euch eine Kernwabe. Na schaut's. Also, verdeckelte Drohnenbrut. Ordentlich. Arbeiterinnenbrut. Wieder ein leichter Futterkranz passt. Der ist für uns okay. Aber dieser Futterkranz da oben, der rettet die Bienen jetzt nicht über 5 Tage schlechtes Wetter. Oder fast eine Woche Kühlwetter ohne Eintrag. So, hier dasselbe. Alles bebrütet. Ja, alles voll. Also hier zählt dasselbe, die ist eigentlich 80% bebrütet. Unser Ziel wäre 8 Waben. Ah, 8 Waben, ich rede am Blödsinn. 5 Waben im Schied und dann kommt der Rest raus. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf 8 komme. Und da ist, haben wir diese Wabe, die eigentlich mehr Futter ist noch als bebrütet. Ja. Wenn die jetzt richtig voll bebrütet gewesen wäre, was sie jetzt nicht ist, hätte ich ihnen noch eine gegeben. In dem Fall würde ich sie sogar auf der lassen und nächste Woche kriegen sie dann die nächste Wabe. So. Futter haben sie mehr als genug und zwar mit einem einzigen Blick sehe ich das. Braucht man nichts mehr machen. Sache ist erledigt hier. Das heißt, wir brauchen uns da auch keine Sorgen machen wegen dem Futter. Was wir jetzt hier verändern, ist diesen Sitz. Und zwar, dass die andere Wabe, die sie da wild reingebaut haben, da werden wir jetzt schauen, dass das Schied die abdeckt, den Freiraum.
Und das hier, was jetzt voll mit offenem Futter ist, das werden sie jetzt ausfressen über die nächsten Tage, wenn es kalt ist. Und die wird dann reinkommen ins Brutnest. So, ich will jetzt wenig Platz lassen. Perfekt. Die kommt da rein. So, und jetzt kommt das Ganze wieder gescheit zugeschoben. Passt. Ja. Hier kommen jetzt her, in einer Woche, wenn es jetzt wirklich losgeht mit dem großen Blühen, und dann kriegen die den Honigraum. Und zwar wirklich ruckzuck, wenn es hier beginnt zu blühen. Also möglichst schnell, vielleicht sogar ein, zwei Tage, bevor es wirklich schön wird, dass sie den Honigraum noch annehmen und davor unten noch das fünfte Rähmchen rein. Wenn ich bin jetzt noch ein bisschen am Wiegelwageln, ich weiß nicht so ganz, ob ich denen nicht einen Honigraum geben soll. Ich werde es probieren. Ich werde, glaube ich, einem Volk von denen, die ein bisschen stärker sind, das andere ist auch stark, gebe ich mal fix den Honigraum. Das schauen wir uns an, wie sich das auszahlt hat. Aber dann muss natürlich der Futterteig raus. Die haben genug Futter, das heißt, da können wir es mal auf jeden Fall riskieren. Und beim anderen werden wir uns das dann anschauen. Ich werde mal das fertig machen. Also da kommt jetzt abspeckiert der Honigraum drauf, das mache ich dann nachträglich. Sonst wird das Video zu lang dauern. Schau, das spritzt schon richtig raus, haben sie heute eingetragen frisch. So, ich mache das dann zu. Also wie gesagt, auf das Volk werden wir einen Test machen. Die haben genug Futter, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da werden wir in dem Fall eher den Zuckerteig dann raus. Der kommt raus. Und in dem Fall werden wir denen dann nachher den Honigraum geben. Das mache ich nachher und auch die Bienen, da schüttle ich nachher raus. Sonst wird das alles im Video zu lang. Wir schauen uns nochmal das andere starke Volk dazwischen an. Das in der Mitte war ja ein bisschen schwächer. Das schauen wir uns heute, glaube ich, nicht an. Sonst wird das wieder so ein elendslanges Video. Genau, was haben wir da? Futterteig komplett aufgeputzt. Ja. Das heißt, der kommt auf jeden Fall weg. Und das ist so ein Zeichen, da müssen wir echt aufpassen, dass da nicht vielleicht... Ah, da haben sie es wieder zubaut. Und das ist wieder genau derselbe Fehler wie beim letzten Mal. Die Wahrheit hätte ich darüber geben müssen. Aber das lerne ich dazu. Bei den anderen Völkern habe ich das gemacht, das ist bei den Videovölkern nicht, weil da schaue ich mal rein, wenn ihr mit dabei seid. Genau, das kommt wieder runter. Schöner Bau, aber für die Fisch, wenn wir das nicht richtig machen. Das heißt, die Wabe muss rein waren. In dem Fall machen wir das erste. Also wunderbar, was man sieht, sind die Bauketten da unten drin, die wollen wirklich was machen. Auch voll mit Futter. Alter, da ist schon richtig was los. Das Volk, so wie es jetzt wahrscheinlich aussieht, das wird ja, das wird die nächste Wabe kriegen. Das ist komplett bebrütet. Wunderbar. Schauen wir uns mal kurz eine andere Randwabe an. Und da werde ich aber wahrscheinlich eine von den Futterwaben da rausgeben, weil diese volle Futterwabe kann ich jetzt nicht in Sheet hängen. Glaube ich nicht so wirklich auszahlen. Auch von der Futtermenge sind die voll okay. Ja, und hier dasselbe in grün. Perfekt. Also beide Randwaben komplett voll. Das heißt, die kriegen jetzt die fünfte Wabe und die kriegen auch gleich den Honigraum. Das gilt dasselbe wie drüben. Futtertechnisch brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Ja, ich werde jetzt diese Wabe rausgeben und ich habe im Auto noch schöne Waben, da werde ich eine andere herholen. Warten, dann hole ich eine gescheite Wabe, mache ich mal kurz einen Cut und ihr werdet das gleich sehen. Ja, also eigentlich hätte ich eine schönere Wabe haben wollen, wir nach langem Suchen habe ich noch eine, die ein bisschen bebrütet ist, aber vor allem viel Platz hat. Und ich habe jetzt beim Volk eh gesehen, die haben noch nicht so viel Drohnenbau und wir ermöglichen ihnen einfach jetzt noch ein bisschen für Drohnenbrut hier. Und was ich zuerst mache, ist natürlich diese fette Futterwabe, die wir da am Rand gehabt haben, wo der Wildbau wieder dran hängt. Also das ist wirklich komplett voll mit Futter. Super, ja. Das kommt jetzt hinter Sheet. Wir haben ja zwei drinnen, dass sie da nicht nochmal Wildbau machen. Hinter Sheet und hier zu. Dann schiebe ich das Ganze wieder zu. So. Und hier genauso noch dicht. Also da sind wirklich schon richtig dick Bienen geschlüpft. Das war nicht so voll das letzte Mal, wie wir hier waren. Und auch dieses Volk bekommt jetzt einen Honigraum. Weil auch Futtermangel herrscht hier nicht und die Bienenmasse, die da kommt, die soll dann den neuen Honigraum pflegen und putzen. Also die Wabe, Brutteil nach vorne, ist tendenziell immer so, was besser ist, weil das
Wenn hinten ist der Honigbereich, dann sollen sie vorne gleich bebrüten. Gut dicht machen. Ja. Bienenmasse passt, die müssen jetzt danach raufgehen. Da gescheit zuschieben, dass da nicht dazwischen Brücken gebaut werden. Da habe ich noch das Sackerl hier auszuschütteln. Bei uns und der hat sogar, soll Peace-based passen, dafür hat der Rahmen nicht ganz gepasst vom Hersteller, ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ich kriege da noch dann Seitenteile, dass die nicht immer so rauspulzen. So. Honigraum kommt jetzt ausgebaut drauf, das sind honigfeuchte Waben oder teilweise vom letzten Jahr, da klebt überall ein bisschen Honig. Kriegen die Bienen, das können sie dann gleich belaufen. Also den ersten Raum geben wir ihn ausgebaut. Ja, das sind teilweise sogar trockene Waben vom letzten Jahr. Aber das passt perfekt. So brauchen sie am Anfang nicht bauen. Wir können gleich was einlagern. Aber der erste Honigraum, laut Theorie, soll ja eh den Bienen bleiben. Werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. In einer Woche schalten wir wieder rein. Gut, dann gutes Gelingen, gutes Überstehen der nächsten Tage. Schaut, dass die Bienen genug Futter haben. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich ganz essentiell. Jetzt, wo das große Schlüpfen beginnt, jetzt geht es eh dann rasant dahin. Hoffentlich haut es dann auch mit dem Wetter hin, dass wir mal Honig wieder ernten, weil letztes Jahr war eine Katastrophe. Also, in diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ja, und jetzt haben wir doch noch das mittlere Volk, kommt ins Video, weil es hat sich super entwickelt. Also, dafür, dass es jetzt der, eigentlich jetzt der Schwächling war, wenn man sich das ansieht, das war die letzte Wabe, die anderen sind komplett bebrütet, da ist bis auf die Ecken alles voll mit Stifte. Ein bisschen Pollenreserve und Futter, perfekt, aber das werden sie genau jetzt während dem Schlechtwetter brauchen. Die kriegen jetzt die nächste Wabe. Auch bei dem Volk derselbe Fehler, ich habe die Wabe da wieder seitlich hängen lassen, ja, und nicht auf die andere Rückseite vom Schied gegeben. Haben sie Wildbau reingemacht, eh klar. Ja. Und die Wabe, die gebe ich ihnen jetzt gleich. Da habe ich eine Seite mit viel Futter, eine ohne Futter. Ich hänge sie jetzt mit der offenen Seite, wo wenig Futter ist. Das kommt gleich ans Boden jetzt dran. Jetzt werden wir uns dann anschauen, wie sich das entwickelt, weil das müsste es eigentlich in einer Woche auch dann komplett bestiftelt sein. Da schlüpft es auch ordentlich Bienenmasse und so wie die jetzt sind hier, kriegen die genauso einen Honigraum. Die haben ausreichend Futter, sind tiptop fit, Bienenmasse wird auch schlüpfen, die sollen den Honigraum herrichten. Futterteig haben sie auch komplett aufgeputzt, alles weg. Das war letztes Mal noch genau anders, das werden wir noch mal schauen im Video, ich muss nochmal den Vergleich sehen, aber ich glaube, da war teilweise der Futterteig noch überhaupt nicht angerührt. Die haben das ordentlich gerackert die letzte Woche. Gut, dann noch einmal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.